Hallo und herzlich willkommen zum Training für den diesjährigen Weihnachtssong. Man ist ja in manchen Jahren gar nicht so sehr in weihnachtlicher Stimmung, weil einfach so viel passiert, was nicht schön ist. Aber tatsächlich, wenn man sich davon in so einen Strudel reißen lässt, vernünftig sein müssen wir ja alle und trotzdem die Augen aufhalten und die Ohren. Aber wenn man sich da in so einen Strudel reinreißen lässt von negativen Gedanken, das ist nicht gut, das macht die Welt nicht besser. Also versuchen wir ein wenig, das in Musik umzuwandeln, und zwar mit diesem Song, Some Heaven. Das können wir alle gebrauchen, ein wenig Himmel. Und tatsächlich, ich habe es natürlich versucht, easy zu halten. Aber wenn du mal auf die zweite Seite guckst, der Score ist ja doch relativ lang, dann siehst du das ganze Stück komplett. Ja? Das kannst du auch entweder mit dem Groove oder mit dem Groove. Ohne einen einzigen Fill, ohne einen Stopp, ohne irgendwas von vorne bis hinten durchspielen, wenn du totaler Anfänger bist oder sogar so jung, dass du noch Drumfreaks Kids lernst gerade. Bei Drumfreaks Kids gibt es ja dieses Jahr auch ein Weihnachtsbuch, also ab diesem Jahr, das kann man natürlich auch nächstes Jahr noch kaufen. Und zwar ist in diesem Buch ein komplettes Hörspiel mit 4 Kapiteln und den Abenteuern von Tim Trommel und seinen Freunden während der Weihnachtszeit mit drin. Ein komplettes Hörspiel, also eine Weihnachtsgeschichte. Ich finde es gar nicht so übertrieben. Und auf alle Fälle lustig. Und 4 tolle Songs, aber auch eine Anleitung, wie man am Schlagzeug tatsächlich auch ganz normale Standard-Weihnachtslieder begleiten kann. Das ist ja immer so ein bisschen das Thema. Ne? Die Schwester spielt Blockflöte, der kleine Bruder Gitarre oder auch Blockflöte und die ältere Schwester noch irgendwie ein anderes Melodie- oder Akkordinstrument. Alle kommen an Weihnachten und üben ihre Weihnachtslieder und die Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen dann natürlich so langes Gesicht, was soll ich jetzt machen? Ne? Die Pop-Weihnachtslieder sind oft zu schwer oder zu lang, zu schnell, um sie spielen zu können schon. Und deswegen gibt es da eine kleine Anleitung in Drumfreaks Kids Weihnachten. So, jetzt gehen wir aber wieder zurück in unseren Song für dieses Jahr, Some Heaven. Ja, Mai, Some Heaven. Es ist so Post-Punk, Pop, bla. Ich habe keine Ahnung, was es wirklich ist. Es ist halt ein Weihnachtslied. Ja? Und soll ein bisschen Fröhlichkeit verbreiten. Und du siehst erstmal eine Generalpause. Die Generalpause mit dem dicken Balken sagt dir 16 Takte lang nichts machen. Falsch. Ja? Nichts machen heißt ja an die Bar gehen oder irgendwie sowas. Ja? Wir kriegen das jetzt unter mit dem Weihnachtskostüm, ist gar nicht so leicht. Tatsächlich, mein Sprechknecht, tatsächlich zähl mit. Ja? Zähl mit, sei im Song dabei. Das geht ja das Lied da schon los, auch wenn du selbst noch nichts zu spielen hast. Ja? Also gut mitzählen. Und dann geht es los im Takt 17 mit dem Intro Tutti. Ja? Und das ist erstmal easy, Intro Tutti. Wir spielen das mal gleich in der Schleife, diese 4 Takte. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 und 3 und 4. Nochmal. 2, 3. Ah, ja. Nochmal. Und jetzt gehe ich in die nächste Zeile. Tatsächlich. Ja? Jetzt gehen wir in die nächste Zeile. So, also dreimal soll das wiederholt werden. So eine Wiederholung ist nicht in Stein gemeißelt, dass man die nur zweimal spielen darf. Diesen Teil dann, der zwischen den Wiederholungszeichen ist, sondern das kann mit einer Zahl oder einer Bezifferung oder einer Anweisung einfach auch erweitert werden. Zum Beispiel auch mit Klammern. Ja? Das haben wir dann mal später auf der zweiten Seite. Aber erkläre ich dir später. So, wir halten das Video kurz. For free und kurz deswegen, weil du willst ja spielen. Also schnell wie möglich. Jetzt habe ich schon viel genug gequatscht. Und wir gehen in die nächste Zeile. Takt 21 geht's los. Hi-Hat ist immer noch geöffnet. Das heißt, es rumpelt ganz schön im Karton. Und du hast aber zweimal den gleichen Takt. Ich hätte da auch ein Faulenzer-Zeichen, das ist dieser Schrägstrich mit den 2 Punkten, hinschreiben können. Aber ich habe es mal ausnotiert. Sieht auch schön aus. Und dann eine Betonung mit Crashback, eine synkopische Crash-Betonung. Lernt man schon im Beginnerkurs von Drumfreaks.
Online-Kursen und das heißt tatsächlich, dass da ein Crashbecken mit einer Bassdrum auf die 2 und gespielt wird und also auf einer unbetonten Zeit und danach der Zeitschlag fehlt. Ne? Also wenn ich sowas habe, 1 und 2 und 3 und 4 und jemand erzählt dir was von die Synkopen auf der und, das ist Quatsch, das ist vollkommen musikalisch falsch ausgedrückt, nämlich das ist ein reiner Offbeat. Ja? Also die und, wenn eine Zeit folgt, ist einfach ein Offbeat, also eine und, ja? Also ein Gegenschlag. Erst wenn der Zeitschlag danach fehlt, wird diese Note zu einer Synkope. 1 und 2 und! Also bei 1 und, ganz normal. Also Offbeat. 2 und! Da habe ich keine 3 mehr gespielt, das ist dann eine Synkope. No. Nur mal so zur Erklärung, by the way, falls du kein Drumfreaks-Mitglied bist und keine Ahnung hast, was eine Synkope ist und was ich da gerade laber. Also, wir machen diese Zeile auch. Vielleicht spiele ich die mal ein bisschen gemütlicher, dass du gleich mit mir mitüben kannst. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3 und 4. 1, 2 und 3 und 4. 1, 2, 3 und 4. Und nochmal. 2-mal muss schon reichen, wahrscheinlich brauchst du sowieso erstmal dein eigenes Tempo beim Üben, nur dass du so ungefähr weißt, wie das funktioniert. Und es ist im Prinzip, ich habe es schon leicht gehalten, aber die ganzen Wechsel sind doch dann mal gar nicht so ohne. Vor allem ist das Tempo echt knackig. 100 Beats per Minute, aber in den Halben. Ja, was heißt denn das jetzt? Ja? Also wenn du ein Tempo angibst, zählt man üblicherweise im Viervierteltakt immer 1, 2, 1, 2, 3, 4, wenn es schneller wird. Ja? Und manchmal auch bei so einem Mittempo schon. Das heißt, ich zähle erst in aller Breve ein. Das bedeutet in den Halben. Wörtlich übersetzt heißt es in der kurzen Zeit. Und markiert einen 2-halbe-Takt. Und der wird am Anfang des Taktes entweder mit diesen zwei Zahlen 2-2 dargestellt oder mit so einem durchgestrichenen C. Das C kommt übrigens aus einem unterbrochenen Kreis aus der mittelalterlichen Notenschrift. Aber egal. So, also so ein C mit einem durchgestrichenen, so ein durchgestrichenes C, das ist ein aller Breve Takt und ist ein zwei halbe Takt. Und da kannst du davon ausgehen, dass entweder extrem schnell ist, das Stück, oder extrem langsam. Das kommt nämlich auch bei Balladen vor, wenn man tatsächlich so ein Sechzehntel Groove hat. Dann werden oft nicht die Sechzehntel hier notiert, also so 1 E und die 2 E und die 3 E und die 4 E und die, sondern es wird in aller Breve notiert, im 2-halbe-Takt, und diese Noten sind dann Achtelnoten. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Tatsächlich braucht man dann meistens 2 Takte, um irgendwie so das Gefühl für einen kompletten Groove zu haben. Da kommen die Doppelfaulenz oft vor, wie wir sie auch hier in dem Stück ab der Zeile 4 sehen. So, jetzt gehen wir aber wirklich in den nächsten Teil. Du kannst natürlich immer ein bisschen improvisieren, das habe ich ja auch getan. Ich habe ja zum Beispiel schon im 4. Takt dieses ersten Grooves vom Pre-Verse, habe ich tatsächlich dann auch so ein Crashbecken auf die 4 angespielt, gleichzeitig mit der Snare. Also ja, kannst du machen, kannst du auch weglassen. Ich fand's lustig an der Stelle. So, und natürlich kannst du dann auch Fills einbauen, wie du das möchtest. Ich zeige dir jetzt nur die Grooves und wie es hier in dem Leadsheet ausnotiert ist. Und wir spielen gleich beide Grooves. Da ist wieder so ein Multifaulenz, aber fliegt hier ein Stück vom Bart, vom Fake Bart. Play 3, also den Multifaulenzer, die Generalpause kann ich auch verwenden, jetzt hier, um eine Anweisung zu geben, du mach dreimal das Gleiche. Ja, also zum Beispiel Play 3 heißt dann eben dreimal diesen Groove noch hinten anhängen, das ist insgesamt 4-mal gespielt. Und bei dem anderen Ding einmal Crashbacken spielen und dann noch 2-mal hinten anhängen, Fill oder nicht, wie auch immer du willst. Ich lasse den Fill jetzt mal weg. Wir spielen mal den Pre-Verse. 1, 2, 1, 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und weiter geht's. Eins, zwei und noch einmal. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier.
Das merkst du schon irgendwie so an dieser Stelle. Das ist aber super lässig, die zwei hintereinander zu können. Man muss halt auch vielleicht sich mal länger mit jedem einzelnen Takt befassen, bis der wirklich rund läuft. Vor allem beim ersten Takt musst du aufpassen, dass die Hi-Hat wirklich genau zutritt auf der 1 und 3, wo du sie auch geschlossen anspielst, damit wirklich das hier ganz sauber ist. 3 und 4 und 1, 2 und 3, 4, 1, 2 und 3, 4, 1, 2 und 3, 1, 2 und 3, 4. So, wenn wir weitergehen, dann brauchen wir jetzt erstmal nichts mehr erklären. In der nächsten Zeile ist ein Doppel-V-Lenzer. Du spielst tatsächlich nichts anderes als diesen zweitaktigen Rhythmus. Ja? Dum, dum, tak, dum, dum, tak, dum, dum, tak, dum, dum, tak. Also mit dieser Hi-Hat-Figur. Durch, 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 durch. Nächste Zeile genauso. Aber in der nächsten Zeile haben wir am Ende noch einen kleinen Fill, bevor es in die Wiederholung geht. Ja? Und die Wiederholung führt dich wieder zurück in den nächsten Vers. Vers wird also komplett zweimal gespielt. Ein bisschen aufpassen, da ist so ein komisches S durchgestrichen, Doppelpunkte. Die Drumfreaks-Schüler wissen das wieder. Das ist ein Segno oder Zeichen, italienisch-deutsche Übersetzung. Und das Zeichen, das kannst du willkürlich in einem Stück verteilen, wo du es halt eben brauchst, wo du nochmal einen musikalischen Teil, den du später nochmal brauchst, von vorne wieder abgreifen kannst und wieder einfügen kannst. Zum Senior gehört oft die Coda, das ist dieser Kreuzkopf, das so ein bisschen aussieht, soll ich sagen, wie so ein Fadenkreuz. Ne? Und das siehst du nach dem Play 5 V-Lenzer vor diesen beiden Crash-Betonungen in der letzten Zeile, da siehst du die Coda. Wenn du das Senior-Zeichen spielst, das heißt, da die Wiederholung das nochmal abgreifst, ja, dann musst du von da raus in die nächste Coda springen und spielst da dann weiter. Ja. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt tatsächlich diesen Fill an. Das ist der Takt, oh Gott, 47 und 48. Ganz gemütlich mit einer Pause dazwischen. Ich schließe das mit einem Crashbecken ab. 1, 2 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4 und 1. So. 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Einmal noch, okay? 1, 2, 3, 4. Extrem langsam erstmal vorgespielt. Trotzdem sind diese beiden, dieser Doppelschlag, da die Ghost Note, die verdoppelt wird, in einem Fill. Das ist ja trotzdem ganz schön flott. Schafft der eine oder andere vielleicht nicht, kannst du es dann auch so spielen. Also den Doppelschlag einfach weg, wenn du das noch nicht schaffst. Oder du machst einfach nichts anderes als das. Selbe Style. Und ob das jetzt mit einem Doppelschlag umspielt ist oder nicht, das ist für den Song erstmal wurscht. Ja? Also so, jetzt schauen wir uns den nächsten Teil an. Pre-Chorus, oder? Das ist eigentlich nichts anderes als der erste Teil vom First Groove, allerdings auch noch mit einer Snare auf der 2. Die habe ich ja vorher weggelassen und nur auf die 4 gespielt mit so einem Halftime-Feeling dann, dass das erzeugt. Und jetzt geht es irgendwie so in das Double-Time-Feeling. Und das ja auch nur tatsächlich durch dieses Allerbreve, durch dieses schnelle Tempo. Ansonsten wäre es ein ganz normaler Viervierteltakt, wenn ich so langsam vorspiele. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und. Ganz entscheidend für dass die Figur gut klingt, ist natürlich, dass die Bassdrum und die Snare im vierten Zeitschlag auch tatsächlich haargenau deckungsgleich sind und nicht irgendwie sowas passiert. Also so ein Flammen, so ein Zeitversatz zwischen den beiden Instrumenten. Das passiert ja gerne mal bei dem Four on the Floor, wenn man das auch noch nicht gewohnt ist, wenn das so klingt. So. Und
Oder bei diesem Groove dann eben so. Na, alle Becken sagen Hurra. So, also tatsächlich, wenn wir das haben, dann gehen wir in den nächsten Teil. Ich habe es da auch improvisiert. Kannst du so spielen? Oder wie es jetzt hier aufgeschrieben ist, zum Beispiel so. Das ist so die leichtere Version. Also das bei einem Leadsheet tatsächlich dann immer so, dass man da schon auch Freiheiten hat, ein bisschen anders zu spielen. Allerdings finde ich, das Interessante ist, hör mal auf die Musik, was macht die und was klingt am besten, was muss ich dazu machen, damit es richtig toll, einen tollen Sound ergibt, einfach mit der ganzen Band. Ich spiele es jetzt mal vor, wie es hier tatsächlich in dieser Zeile aufgeschrieben ist. Und zwar diese ganze Zeile. Eins, zwei, 1, 2, 3, 4. 1, 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, jetzt haben wir das auch geschafft und so schwer ist es dann auch gar nicht. Wie gesagt, an dieser Stelle die schnellen Doubles, die kannst du auch wieder einfach nur zu Singles machen, um ein bisschen Dynamik reinzubringen. Oder du spielst nur puff, da, 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 duff, bam und spielst nur die lauten Noten an, wenn du technisch nicht so weit bist. Wenn du das aber sein möchtest gerne, bist es nur nicht, dann guck doch mal hier rein, aber Drum Freaks Beginner geht's schon los mit viel Übungen. Alle mit Musik, mit denen du irgendwie deine technischen Fähigkeiten erweitern kannst, deine Groove-Fähigkeiten, dein Verständnis für Songs und so weiter. So, und wir gehen aber jetzt in den Chorus und da ist ein Four on the Floor. Nein, Four on the Floor kommt nicht aus dem Techno, das kommt aus dem Jazz. Tatsächlich, diese Grooves, die Bass Drum durchlaufen zu lassen, allerdings natürlich ein bisschen dezenter als hier, das kommt aus dem Jazz. Und ich weiß nicht, muss ich dir das erklären, sowas, das ist ja echt easy. Tatsächlich ist das Interessanteste das Ende mit diesen beiden abgestoppten Becken. Woran ersehe ich das, dass die abgestoppt sind? Die haben ein Staccato-Zeichen über der Note. Das ist einfach ein Punkt über der Note, der sagt, kurz und abgestoßen spielen. Das gilt für die ganze Musik, auch für einen Klavierspieler oder für die Flöte oder für die Gitarre. Also für alle Melodie- und Toninstrumente heißt das abstoppen. Und beim Klavier mache ich es halt einfach, indem ich die Taste nur so ganz kurz gehämmert anschlage. Bei der Gitarre muss ich tatsächlich dämpfen an der Stelle und das muss ich auch beim Schlagzeug machen. Also das heißt, Hände dran, die andere Hand dran und damit das Becken abdämpfen, abstoppen. Allerdings bitte nicht so, das sage ich tausendmal und immer wieder kommt einer mit hier blauem Finger, sagt, ja sorry, im Eifer des Gefechts habe ich so gemacht. Nee, so rum, weil dann hast du den Stock dazwischen und kannst dir nicht wehtun, ja, wenn du also dämpfst. Und das ist tatsächlich, der Groove ist ja easy. Da erkläre ich jetzt nicht viel dazu, das ist Buffzack, Buffzack. Und tatsächlich diese dicke Hi-Hat, die ich da schreibe, das ist natürlich eine betonte, leicht halb geöffnet, stärker angespielt, die soll einfach ein bisschen breiter klingen. Ja, das ist so ein bisschen markiert dieses Thema da. So, und was passiert dann mit den beiden Becken? Nämlich das. 1, 2, 3, 4, nochmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Kennen wir aus. Dab, 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 dab. Dab, dab, dab. Ja. So, lang lebe Rocky. Und ich würde sagen, an der Stelle üben wir aber trotzdem vielleicht mal also drei Takte von diesem Groove vorne dran zu spielen und dann diese beiden Stopper zu machen. Okay, machen wir das mal zusammen. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Zweiter, dritter, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Nochmal. 1, 2, 3, 4. Und so weiter und so fort. Und wir können tatsächlich schon auf die nächste Seite gucken. Was passiert hier? Ein Interlude. Das Interlude ist genau dasselbe wie das Intro Tutti. Brauche ich also erstmal nicht erklären. Im zweiten Teil, da habe ich ja tatsächlich Buff, der Buff, der Buff. Hä?
das hatten wir doch auch schon mal. Ja, das ist genau dasselbe Ding wie vor dem Phil im Takt 23, 24 vorher. Ne? Erkläre ich dir also jetzt auch nicht mehr, synkopisches Crash auf 2 und easy. So, und dann spielen wir tatsächlich das Gitarrensolo. Beim Gitarrensolo machen wir im Prinzip auch das gleiche wie im Pre-Chorus, muss ich dir also auch nicht erklären. Buff da buff da, also gleiche Ding, wieder aufpassen, dass die Bassdrum auch auf die 4 mitspielt und da nicht flammen soll mit der Snare. Und dann steht da Play 7 und dann steht da nochmal Play 8. Da kannst du nochmal einen Crash einfügen, wenn du Bock hast dazu, oder einen Fill am Ende spielen. Und dann kommt das zweite Senio-Zeichen. Und da kommt auch nochmal eine genaue schriftliche Anweisung, nämlich Dalsenio al coda senza rap. Also Dalsenio senza rap steht da einfach nur da. Ne? So, Alcoda ist eh klar, weil da ein Coda drin ist. Und jetzt tatsächlich könnte man auch noch dazu schreiben. Das bedeutet jetzt erstmal, du gehst zurück zum Senio-Zeichen auf die erste Seite. Da sind wir. Schwuppdiwupp. So, dann spielst du alles noch einmal durch. Und zwar bis unten, bis zu dem Coda. Aber was du tust ist, du lässt die Wiederholung zwischen dem Takt, muss ich ganz genau hingucken, ist so weit weg, die Noten 33 und 48. Die Wiederholung, die da dazwischen ist, in diesem ganzen Versteil, die lässt du weg. Du spielst also nur noch einen Vers an der Stelle. Ja? Gehst dann direkt in den Pre-Chorus und dann nach dem 5er Doppel-Multi-Faulenzer springst du raus beim Takt 79 in den Takt 104. Ja? Und da machen wir dann tatsächlich nichts anderes als das. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das ist auch so. Also wie auch immer du das machen magst, versuch einfach tatsächlich auch die Geschwindigkeit zu erreichen. Das ist ja das Wichtige. Und dann haben wir Auto und da steht dann unter so einer Klammer 1 bis 2. Das bedeutet, zweimal musst du hier reinspielen. Da spielst du schon die ganze Zeile komplett zweimal. Dann gehst du aber nochmal zurück, spielst nochmal den Takt 122, 123. Ja, NC übrigens heißt No Crash. Also da lassen wir das Crash weg. Spielen stattdessen einfach eine Hi-Hat weiter. Und dann überspringst du diese erste Klammer und gehst in die zweite Klammer, da steht dann eine 3 und dann haben wir das. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4, 1, so, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4, 1. So, und dann Schluss halt noch. Und das war's. Ja. So, jetzt wünsche ich dir wahnsinnig, 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 wahnsinnig viel Spaß tatsächlich mit diesem Song, mit dem Teil ein fröhliches und gesegnetes Weihnachtsfest 2022 und ein paar Stunden ohne Sorgen, ein paar Tage am besten ohne Sorgen und vor allem einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023. Bis dann, ciao, dein Michael.